Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2. Ich trinke mal einen Schluck Ginger Ale. Ich bin ein durstiger Bruder. So, und wenn das Spiel mal wieder mitmacht, genau, da bin ich wieder. Springen wir jetzt hier mal rüber. Muss ich jetzt auswählen oder was? There will be many risks in the days to come. I need not take one here. Deploying a second fleet to Demios Binary will ease our victory. Ja, dann holen wir unseren zweiten Mann. We outnumber the foe. Victory is all but certain. But caution must serve as well as haste. Recklessness is a terrible master. In einem System können maximal drei ihrer Flotten stationiert werden. Allerdings können Flotten in ein System jederzeit durchqueren. Aha. Na, die kriegen aber bestimmt hier von Verstärkung, oder? Dann holen wir die Space Marines noch mal ran. Sollen ja safe sein? Achso, nee, wir sollen gleich angreifen, oder was? So, Systemgrenzen. Naja, hat er gerade gesagt. Verteidigungsstufe. Je höher die Verteidigungsstufe eines Systems unter feindlicher Kontrolle, desto mehr Verteidigungsstrukturen werden sie in der Schlacht antreffen. Ach so, Strukturen, also so Abwehrtürmchen und so. Ganz nett. Ja, wir greifen jetzt Demios Binary an, oder? Wie auch immer. Eieiei. Schlachtvorbereitung. Sie können im Angriff letzte Vorbereitung machen, okay. Der Wert ihrer Führung ist die maximale kumulierte Flottenwert. What? 306, ja klar. Verstärkung. Schiffe, die aufgrund der begrenzten Führung nicht eingesetzt werden konnten, ersetzen später Schiffe, die in der Schlacht verloren gehen, okay. Die obere Flotte wird zuerst eingesetzt. Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Flotten mit der Maus, um Ihren Einsatzreihenfolge anzupassen. Nö, erster Starke, würde ich sagen. So, Fraktionsführer. Beschützen Sie Ihren Fraktionsführer. Ja, das war früher, glaube ich, anders. Ich weiß gar nicht, ob das Teil 1 so war, aber hier geht's echt, der muss am Leben bleiben bei R. Oh, Alpha Legion. Die sind alle gleich. Okay. Ich weiß gar nicht mal, wie der Primarch hieß, der von der Alpha Legion. Oh, Zwischensequenz. 10.000 years have passed since the galaxy burned in the fires of the Horus Heresy. 10 millennia since the greatest of the Emperor's ganz berühmtes Bild. Fell into the grasp of eternal damnation and tore the galaxy asunder. Horus Lupercal may be dead. His body ashes and his memory the stuff of a cursed legend, but the wounds he wrought yet gape in the hide of an embattled Imperium. For the battle against chaos knows no end. Many of Horus' servants survived the civil wars, and they have not forgotten their defeat. When the War Master fell, they retreated to the Eye of Terror and waged battle anew. Greatest of these was Abaddon the Despoiler, Horus' greatest living heir. Abaddon took the title of War Master for his own and embarked upon a long and bloody campaign to succeed where his fallen master had failed. 12 Black Crusades he launched against the Imperium of Man. 12 world-shattering campaigns to forever alter the balance of power. Now, as the millennium draws to a close, a vast armada of traitors slips its moorings as Abaddon launches his 13th and perhaps final strike. As the tide of chaos breaks against the Cadian Gate, the Imperium holds its breath. Faith alone cannot hold back these bleak waters. Only valor will serve. Ja, gegen die will ich jetzt nicht kämpfen. Sind mir eindeutig zu viele.
Necrons können in der Nähe befindliche feindliche Geschwader mit der Fähigkeit Sternenpulswelle zerstören. Eieiei. Da vorne ist unsere Ramme. Ach, ich erkenne meine Maus nicht. Man sieht's aber sehr gut. Die Spitze vom Schiff ist die Ramme. So. Ah, da ist er, auch unser Freund. Den wir wieder aus dem, den wir letztes Mal vorher in den Ruhestand geschickt haben. Ah, hier ist irgendwas, oder was? Eine Stadt innen. Joa. Soll es eine Verteidigungsfestung sein? Ich weiß es nicht. Hier sind schon mal Punkte markiert, was immer das sein soll. Feinde, ich weiß es nicht. Ja, ich werde ihn mal zum Auskundschaften nach vorne und die bleiben so ein bisschen. Ach komm. Da habe ich es auch schon nach vorne angefasst. There are many ways to win a battle. By fire or cunning. We shall prevail in the Emperor's name. Okay, wir müssen alle Feinde zerstören. Strategischer Sieg. Zu Beginn jeder Schlacht gibt es eine Was? Siegespunkte festgelegt. Das ist der oben. Die von Stärke Teilnehmer von. Okay. Die erste Seite, die diese Punktzahl erreicht, gewinnt die Schlacht. Achso, das heißt, das sind strategische Punkte oder was? We are ready to serve. Ich weiß gerade nicht, was diese Punkte sind. Das habe ich gerade noch nicht gerafft. Zerstörungspunkte. Wenn ein Schiff zerstört wird. Oh, ich komme noch gar nicht hinterher. It may sometimes be in our interest to obtain victory without engaging enemy vessels. Okay. Es gibt Siegespunkte. Capturing strategic positions might well force the enemy's withdrawal. Ja. Okay, das heißt, wir haben bisher nur wie viel? Ah, wo ist mein Schiff? Schubidu? Schubidia. So, komm mal her. We serve. Du mal dahin. Ihr beide seid jetzt Nummer 1. Und einmal dahin. Coordinates acknowledged. Du bist Nummer 2. Dann habe ich euch auf der Kurzweil-Taste. Vielleicht ist das gar nicht so blöd, so Punkte in 1 zu nehmen. Das gab es, glaube ich, in Teil 1 auch nicht. Es gab schon Missionen, da musstest du halt bestimmte Punkte einnehmen, aber... The enemy has seized a strategic area. Naja, ich verstehe. Ich verstehe, wie der Hase jetzt läuft. Das heißt, er wird jetzt hier die Punkte einnehmen. Hallo, ihr Süßen. State your order. Kommst du mal ein bisschen schneller? We wait your command. Können wir mal kurz den Punkt einnehmen. Und danach machen die beiden Krawall. Schicke ich nach oben. So, umkämpfte Position. Okay, na klar, wenn zwei Einheiten drin sind, ist umkämpft. Und ey, stopp, mein Junge. Receiving your order. Jetzt sind wir auf 5 Meter, oder? Ah, die Balken gehen nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Den äußeren lassen wir mal in Ruhe. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. Ah, da ist er. Changing course. Nochmal Energie. Rouse the engines to fury. Ship ready. Dann machst du erstmal einen Abgang. Your orders? Paddy. Paddy ist meine Order. Paddy Hearts. So. Your orders? Mal aus diesem Feuer raus. So ein bisschen. Und dann schicke ich dich einfach mal hier hin. Changing course. So. Ihr dürft feuern. The enemy has seized a strategic area. Das ist euer Ziel. To serve the du fährst da. Du fährst da.
Der will zu unserem Punkt, zu meinem nächsten Punkt. Wo ist mein Kleiner? Nummer 2. Aye, Admiral. Nummer 2 muss ein bisschen dran vorbei. Energie. So. Machine Spirit appeased. Na, will meinen Punkt haben. Enemy sighted. So, was haben wir hier als Feind? Leichter Kräuter. We are ready to serve. Das sollte wohl hintauchen. Transition began. Nein, die Torpedos sind zu spät. Engaging drive. Oh, einer hat aber auch getroffen. Aye, Admiral. Engaging target. Ah, scheiße. We serve. Ey, er kriegt den immer noch? Course engaged. We wait your command. Underway. Engaging engines. Ah, biegt nur ab. Scheiße, wieder nicht getroffen. Ja, mit den Torpedos schießen ist doch nicht so leicht, wie man sich das denkt. Course engaged. Dann versuche ich jetzt mit dem Admiral Spire eine Rammmanöver. Heading acknowledged. Ja. Understood. Nein. Schon wieder knapp daneben. State your order. Ah, der hält das aus. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Ah, ich arbeite ja schon dran. You have accumulated 25% of strategic points. Ja, Madame, ich arbeite ja dran. Your orders? Ich liebe Ram. Oder Torpedos. Jetzt aber. Course engaged. All ahead full. Underway. To serve the Bleib mal schön da, mein Freund. Willst du den Punkt einnehmen? Ship ready. Antriebe zerstören. You have seized a strategic area. Ich könnte noch ein Schiff gebrauchen, verdammt. Was hier mit auf diesen Typen holzt. Testhalten. Zwei minus Rumschaden, Genauigkeit. Reichweite, Genauigkeit. Lock on target! Oh, jetzt will er es wissen. Du, mein Freund. Heading acknowledged. Nein, das war zu spät. Doch, es hat noch funktioniert. Es hat noch funktioniert, Gott sei Dank. Ja, warum ist er jetzt weg hier? Habe ich nicht aufgepasst. Du hast den Punkt erobert. Dann hol dir den zurück.
Was war das denn gerade? Feuer an Bord, das ist ganz gut. You have accumulated 50% of strategic points. Danke. Jo. Hammer. Läuft doch. Sieg für die imperiale Garde oder für die Menschheit hauptsächlich. Diese Übergänge könnten flüssiger sein. Naja, meckern immer auf hohem Niveau. Aha, erlangter Ruhm. Stimmt, mit Ruhm können wir dann neue Fähigkeiten freischalten. Oder ich glaube auch das Schiff verbessern jeweils. Aber warum kriegt er nur Ruhm? Das ist dann die Flotte, ja. Weil normalerweise war das, hat das nicht jedes Schiff Ruhm gekriegt und mussten wir das auch aufteilen. Nee, es kann sein, dass wir es aufteilen mussten, aber 90 ist nicht viel. Wenn ihr überlegt, wir brauchen 1000, das ist echt nicht viel. Das ist echt nicht viel. The first victory is ours. Others will follow, should we remain true to our duty. Battles leave scars. I must be mindful of my vessel's condition. Yep. The reclamation of Demius Binary has taken our enemy by surprise. The Claustrum system is exposed. We shall push our advantage. If the fleet is to grow, we must have access to production facilities. If Claustrum falls to our forces, we shall have them. Mhm. So, jetzt kommt ja ganz schön viel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich anklicken soll. Offensivbewegung. Wenn eine Flotte sich in einer Schlacht befindet oder in ein neutrales System, werden alle übrigen Bewegungspunkte verbraucht. Okay. So, Schiffserfahrung. Schiffe, Erfahrung, ja klar. Jede neue Stufe gewährt eine verbesserte Crew-Boni. Moralbonus. Kürzere Abklingzeiten von Fähigkeiten, Feuerrate und kritische Treffer, Senkung des Warp-Risikos, okay, dass wir daneben springen oder sowas. Ruhmpunkt hätte mich gerade nur interessiert. Das ist genau weg. Wenn ein Anführer Erfahrungsstufe 4 erreicht, wird die Anzahl der Verfügung stehenden Bewegungspunkte um einen erhöht. Das ist auch ganz geil. Schaden und Verluste, zerstörte Schiffe gehen endgültig verloren. Ja, das war auch in Teil 1 so. Beschädigte Schiffe werden repariert und ersetzt zu Beginn jedes Zugs einige verlorene Truppen. Aha. Das ist, glaube ich, das ist neu. Also ich weiß, in Teil 1 war das so, wenn ein Schiff kaputt war oder du musstest es reparieren, dann war das so für die nächste Runde oder für den nächsten Zug halt nicht verfügbar. Umso größer der Schaden, umso länger dauert dann die Reparatur. Dann hast du, wenn du Pech hast, ein Schiff gehabt, das dann 2-3 Runden nicht mehr verfügbar war. Ich hoffe, das ist dann, wenn ich das so richtig verstehe, nicht so. Aber hier steht noch schnell reparieren. Sie können Ressourcen ausgeben, um ihre Schiffe schneller zu reparieren. Wählen Sie dazu die Flotte und anschließend, okay. Schnellere Reparatur, das geht hier wohl auch. Das geht hier. Reparatur, Truppenalter. Zu Beginn der Suche profitiert jedes ihrer Schiffe, das sich in einem von ihnen kontrollierten System befindet. Folgenden Effekt: 10% mehr Rumpfpunkte. Okay, das heißt, wenn wir in unseren Bereichen sind, heilen wir besser und kriegen schneller Rekruten etc. Ressourcen und ja. Das ist klar. Und ja, Ressourcen ist klar, brauchen wir. So. So, jetzt haben wir hier ein Asteroidenfeld. Das ist nur ein Merkmal, oder was? Ich wollte mir jetzt mal die Systeme hier angucken, was es hier so gibt. Aber wir müssen hier das Space Marine Schiff anfassen. So, bewegen Sie die Flotte von Admiral Maluan ins... Achso, in das System. Machen wir doch mal. Und Space Marine... Na komm her! Rechtsklick war's.
So, jetzt hat er, wo ist er? Er kam doch in einen Zug hin. So, übernehmen, weil ist ja kein Feind da, braucht man nicht kämpfen. So. Werften verschaffen ihnen Konstruktionspunkte, die benötigt werden, um Schiffe zu bauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Versorgung mit Konstruktionspunkte. Wenn ein System erobert wird, liefern die Werften nicht sofort Konstruktionspunkte. Sie müssen Zug für Zug angefüllt werden. Achso, erst dann kann man mit den Konstruktionspunkten wahrscheinlich Schiffe bauen. Regeneration. Werften erhalten in jedem Zug Konstruktionspunkte her. Bis ein Maximalwert erreicht wird. Das heißt, wir dürfen nie zulassen, dass ein Maximalwert erreicht wird. So, Sorgen macht mir diese Verbindung. Weil eigentlich können ja alle drei im nächsten Zug hier hinkommen. Und da muss ich abhauen. Also ich würde es machen. So. Der ist erstmal safe. Aber warum er jetzt hier zweimal lang fliegen konnte. Ah ne, das war ja irgendwas mit einem Zug durch den Sektor. Irgendwas war da. Nochmal Zug beenden. Mal gucken, wie lange die Ladezeiten sind oder was die KI macht. Our shipyards are ready to provide us some reinforcements. Time to see what the Adeptus Mechanicus have to offer our crusade. Ja, was tragen die denn bei? Neues Schiff für die Flotte. Ich hätte gern ein ganz großes. Gab es nicht so eine Daedalus-Klasse oder... Ich weiß gar nicht, wie die Schiffe... Hallo, Spiel? Demios Binary Shipyard is incapable of full production just yet. We'll use Clawston for now and wait until Demios is capable of crafting larger vessels. Okay. Ah, diese ganzen Cobra. Ah, ich glaube, ich habe hier so gerne mit so Kombination mit so kleineren Schiffen gespielt. Die, den hatte ich auch gern Raketen gegeben. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie Raketen. Liegt an Battlestar Galactica wahrscheinlich, an der Serie. Clawston Shipyards are small, but can provide us with recon ships. These will be valuable assets for our operations. Big guns are nothing, if not deployed with grand purpose. Ja, große Waffen kommen ja meistens nicht, Schiffe kommen ja nicht hinterher. So, ah ja, hier Gothic. Oh. Ach ja. Oh, ich glaube, gab es die auch schon? Emperor. Ach, da sind ja alles so schöne Schiffe. Große Schiffe, die werden immer größer. Ah, auf die freue ich mich hier schon, auf die Ecke hier. Aber waren die in Teil 1 dabei? Also an Mars und so, Armageddon, kann ich mich erinnern. Auf die auf jeden Fall, Gothic sowieso. Naja. So, wir sollen einen Firestorm bauen. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wo sind jetzt unsere Konstruktionspunkte? Werft, Netzwerk, ja, baba. Geh mal aus der Sonne, mein Freund. Lottenwert, ja. Escort Limit. Ein leichter. Na ja, gut, dann bauen wir den jetzt, aber ich hätte jetzt gerne diesen Wert gesehen, den jetzt hier Clawston das System halt hat. Unterhalt 16. 100. Eieieiei. All is prepared. It is time to welcome a new vessel to the Emperor's service. Wo sind die Konstruktionspunkte denn? Bin ich jetzt blind? Die Zahl der Eskortschiffe in einer Flotte ist begrenzt. Aha. Und hängt von der Anzahl oder der Zahl der Linienschiffe und ihrer Größe ab. Das ist neu. Schiffbau. Sobald ihr Bau bestätigt wurde, werden die Schiffe sofort zur Flotte beigefügt. Okay, das ist nett. Also keine Wartezeit. Ich verstehe jetzt trotzdem nicht, woran ich ersehen kann, was ich bauen kann. Gut, bestätigen wir mal.
The reconquest of the Cadian sector can now proceed. However, we cannot leave our holdings without defenses. We should at least deploy an orbital minefield. Mindestens ein orbitales Minenfeld? Was soll das bringen? Feindliche Invasion und Angriffe auf das Zielsystem werden durch Minenfelder um einen Zug /Züge verzögert. Kostet 80. Ja, wo ist mein Geld? 642 haben wir und wir haben gerade dicke Miese. Ja gut, dann baue ich trotzdem mal so ein Minenfeld. We have only just begun. War is replete with opportunity. Wo taucht denn das auf? As ground is seized, new objectives will arise. Da, als Symbol taucht das auf. Let us proceed. We are the Emperor's fist. Let his foes tremble at our coming. Ah, wir sind die Faust des Imperators. Wir stecken den bösen Jungs diese Faust, ne? Sonst wohin, ihr wisst schon. So, Verteidigungsvorrichtungen. Sie können in jedem System Ressourcen ausgeben, um Verteidigungsvorrichtungen wie Minenfelder, Verteidigungsplattformen und Raumstationen zu errichten. Raumstationen im Gegensatz zu Minenfeldern, Verteidigungsplattformen, die in jedem System errichtet werden können, ist der Bau von Raumstationen nur in Systemen mit einer strategischen Position und in einem besonderen Zielort möglich, also nicht überall. Na gut, dann lege ich halt Minen. Aber ich denke mal, wenn hier die diese Logos sind, können wir das doch bestimmt machen. Ich will doch keinen Zug beenden. Ich muss doch erstmal Lucky Lucky machen. Hier zum Beispiel geht das nicht. Also ist das hier schon mal ein wichtigerer Punkt. Und hier können wir auch keine Raumstation bauen. Gut zu wissen. Könnte ich jetzt einfach sagen, hier, bauen wir Raumstation. Naja, aber vielleicht brauchen wir das Geld noch. Gut, ja, ich weiß nicht, wie lange jetzt der nächste Zug dauert. Ach komm, machen wir nochmal einen Zug und gucken, was uns nächste Runde erwartet. Oh, da. Da kam ein Chaos-Schiff. The systems we have reclaimed are developing well. Das ist schön, dass sie sich gut entwickeln. Wir müssen ja nur gucken. Ja gut, wir müssen genau das machen, was wir eigentlich wollen, ne? So. Prosperous systems can only be a good thing for our cause. We will protect them. Ja. Evolutionsstufe. Das kostet 100 Talerchen. Besondere Zielorte beginnen auf Stufe 1 und können weiterentwickelt werden, wissen wir. So, sobald ein besonderer Zielort bereit ist, um ihn weiterentwickelt zu werden, müssen sie Ressourcen ausgeben. Mhm, ja, das ist irgendwie auch klar. Dann gehen wir mal 100 Talerchen aus. Communication from the Vox Relay. It is Lord High Admiral Drang. So the old man still alive. I told you he was too tough to kill. Admiral Spire, I trust you stand ready for orders. Always. Good. Strategically and symbolically, the Cadian sector is vital to our efforts. You will reclaim it, Admiral. The Emperor protects. Understood. The Emperor protects. Gegenoffensive. Zusammenfassung. Auf direkten Befehl von Hochadmiral Drang muss Admiral Spire die Kontrolle über Systeme im Cardia-Sektor zurückerlangen, die aktuell vom Chaos-Streitkräften beherrscht werden. Nehmen Sie folgende Systeme ein. Ja, ich nehme einfach alle ein. Also. Weil jeder Sektor bringt uns eigentlich Ressourcen und das heißt, wir müssen erstmal alle haben. So, hier haben sie ein Schiff abgezogen, ist dahin, ist schon mal nicht schlecht. So, ich bin jetzt... Kann ich mutig sein? Also hier traue ich mich auch nicht abzuziehen, aber... Ach, den muss ich sogar nehmen hier, ne? Koop-Modus freigeschaltet. Sie können mit einem Freund... Oh, die Kampagne spielen, das geht auch. Das ist cool. Das ist cool, leider habe ich keine Freunde, die das Spiel spielen. Sie können jetzt eine neue Kampagne mit den Necrons... Ach, jetzt kann ich das machen. Das ist natürlich fein. Das ist fein.
Jetzt haben wir aber diese Kampagne schon angefangen. Ah, Tyranniden. So, Missionsanzeige. Listet ihre aktuellen Ziele auf, ja, ist klar. Flottenanzeige. Die Flottenanzeige erlaubt es ihnen, alle unter ihrem Kommando stehenden Flotten anzusehen, wo auch immer sie na gut sind. So, ich hätte jetzt trotzdem gern Ihmchen und er kann auch Ihmchen einnehmen. Kardias Überlebende. Aus den Ruinen von Kardia tauchen Überlebende auf, die auf Rache für ihre Sippe sind. Sie bieten dem Imperium ihr Leben und alles, was sie retten konnten, zur Unterstützung der Kriegsbemühungen an. Sie erhalten 10 Züge lang 100 Ressourcen. Das Geld kann ich gebrauchen. Können wir Ihmchen unterstützen? Nee, ne? Wollen wir Klausthal Zellerfeld hier? Ah, wir können die weiter ausbauen. Minenwelt. Über jede Runde. Dann mache ich doch erstmal hier Klausthal Zellerfeld. Den Sektor rüsten wir mal auf. Hier, was ist da? Was ist. Ah, wir können Asteroidenfelder auch verbessern? Geschichte. Die meisten Systeme sind in einiger Entfernung von Asteroidenfeldern umgeben. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die Trümmer und Überreste von Planetenkollisionen, die aus der Zeit der Entstehung des Sternsystems rühren. Asteroidenfelder können auch durch die Zerstörung eines Planeten oder Mondes entstehen. Oh, danke für die Info. Gut. Zug beende ich nicht. Das Problem, was ich hier habe, ist, wenn ich Ihmchen wegziehe, dann, egal wen ich hier wegziehe, wenn die hier angreifen, dann, ja, ist Polen offen. Aber wir können die auch erstmal schön außen. Hier, den hier und dann zur Reihe nach die Leute eliminieren. Ich mach's einfach mal. Jetzt ist er hier alleine. Er schafft das schon. So, neues Schiff. Damit er nicht so alleine ist. Oh, da können wir was bauen. Das ist gar nicht so doof. Kostet auch wieder 100 Taler. So, jetzt kommen die ganzen kleinen Feinheiten, ne? Also, jedes Schiff hat seine Vor- und Nachteile. Was für eine Klasse haben wir hier überhaupt? Ein leichter Kreuzer, der hat hier nur Torpedos. Normales waren diese zwei Projektile, die nach vorne schießen. So, was könntest du? Du hast die Swords. Einfach nur so eine Fregatte. So, dann haben wir hier einen mit Jägern. Also Bombergeschwader und Abfanggeschwader. Ja. Was ich jetzt nicht sehe, die Waffen. Ob frontal, seitlich, das interessiert mich eigentlich immer. Start-Landebucht, leichter Lanzenturm. Lanzen waren, glaube ich, Waffen, die immer die nach vorne gerichtet waren. Das ist schon mal, glaube ich, nicht verkehrt. Bug, Feuerwinkel, 270 Grad. Uiuiui. Ich dachte, Bug wäre mal hinten gewesen. Wird wo vorne sein? Ich komme nicht. Ich spiele zwar World of Warships, ich weiß aber immer noch nicht, wo Bug und was weiß ich nicht, wo ist. Der hat Torpedos, zwei Projektile. Also, ach, ist auch dieselbe Klasse, das erklärt's. Das ist zweimal dieselbe Klasse, was ist da jetzt der Unterschied?
Warum ist der hier 3 Taler teurer? Die Mitte macht's. Achso, ist nicht dasselbe Schiff, habe ich gerade verlesen. Entschuldigung. Der ist dasselbe. Was ist das mittlere hier? Lanzenbatterien. Seite. Da steht's schön Seite. Das ist gut. Der schießt seitlich Lanzen. Makro-Turmwaffen. Die ist wieder am Bug. Aha. Er hat auch Makro-Turm. Und Makro-Batterien. So eine Lanzenwaffe hätte ich gerne. Der ist aber irgendwie am teuersten. Der hat auch Jäger. Gut, ich würde sagen, ich kaufe den jetzt hier. Zack. Bestätigen wir. So, dann kann er wenigstens, wenn einer von denen abrückt, ein bisschen entgegensetzen. 272. Ihn könnte er sogar noch besiegen und ihn vielleicht mit Glück. Und die beiden ziehen nächste Runde hier hin. Und ja, vermöbeln ihn den Hintern. Hier haben wir ja echt fast das Doppelte. Und dann hoffentlich... Vielleicht zieht auch einer da runter. Dann kriegen wir da vielleicht noch mehr Tote hin. Aber wenn hier müsste einer wegziehen. Das wäre ganz toll. Na gut, ich würde hier erstmal einen Break machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe wieder viel zu viel irgendwie Käse gelabert. Wenn ich irgendwas falsch labere von den Schiffen und ihr irgendwas wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ich bin echt noch überlegen, ob ich jetzt gleich die Tyranniden-Kampagne anfange. Aber ich glaube, wir machen erstmal die Kampagne zu Ende. Oder fange ich doch die Tyranniden-Kampagne an? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will nicht wieder so viele YouTube-Projekte auf einmal haben. So, das ist immer viel, viel Arbeit. Na egal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ich bin noch ein kleiner YouTuber und kann jedes Abo gebrauchen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.